Hallo Fallout-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen hier im Hauptmenü von Fallout 4. Keine Sorge, wir fangen heute nicht nochmal von ganz neu an. Ich möchte mit euch heute gemeinsam ein bisschen die Mod-Fraktion anschauen. Aber bevor ich damit anfange, in der letzten Ausgabe habt ihr gesehen, dass ich mit dem Stealth Boy einige Probleme hatte. Das Ding war verbuggt hoch 10. Was war die Lösung des Ganzen? Und zwar, wir sehen hier alle Add-ons, die ich installiert habe, einfach mal alle. Und du kannst in den Spiele verwalten einstellen auf der Xbox One, also auf dem Dashboard. Deinstalliere dieses Far Harbor DLC und installiere es danach nochmal neu, weil nämlich dieses DLC ist ausschlaggebend für den Fehler. Der Stealth Boy Bug, der ist bekannt. Wann der gefixt wird, keine Ahnung. Ob er gefixt wird, keine Ahnung. Du musst keine Sorge haben, dass dein Spielfortschritt dadurch verloren geht. Einfach das DLC deinstallieren, neu installieren. Der Stealth Boy Bug ist damit weg. Bis zum nächsten Mal. Wir werden die Stealth Boy Dinger überhaupt nicht mehr benutzen, weil um diesen Bug einfach zu umgehen. Zumindest war das bei mir die Lösung. Wir werden heute uns einfach mal wieder die Mods anschauen. Doch irgendwie ist die Musik immer noch viel zu laut. Wir gehen mal hier rein und gucken mal, dass wir hier irgendwie... Ist auch blöd, ne? Guck mal an. Ich habe die Musik ganz runter gemacht und das Ding dröhnt trotzdem wie Hulle. Wir werden dann später wieder volle Lautstärke machen, aber erstmal für die Mod-Fraktion ist die Spielemusik unwichtig. So, was sind die Schritte, bevor du an die Mods rankommst? Das ist relativ kompliziert gemacht, nämlich du musst dich auf Bethesda.net anmelden. Ich habe zuerst gedacht, der meldet sich einfach auf der offiziellen Seite an, Bethesda.com, aber dieser Account ist mit Bethesda.net nicht verknüpft. Also nur Bethesda.net anmelden, da bekommst du dann eine E-Mail. Bei mir war die E-Mail irgendwie sehr, sehr komisch, nämlich im Body der E-Mail stand überhaupt nichts drin, stand bloß NaN drin und im Anhang war eine HTML-Datei, wo ich mir schon sage, das ist gefährlich, weil ja, so fangen Viren an. Aber da müsst ihr bei Bethesda, wie es aussieht, keine Sorgen haben. Ich habe es einfach mal gewagt, passiert ist nichts, die Erde ist nicht explodiert. Ja, und da hast du dich dann angemeldet, dann meldest du dich hier an, er merkt sich den Login. Leider kannst du direkt von der Xbox One keinen Account erstellen. Also du bist wirklich gezwungen, zu einem PC zu gehen oder mit einem Handy das Ganze zu machen und dich auf Bethesda.net anzumelden. Gut, wir sehen hier meine Bibliothek, mit der ich aktuell ein bisschen rumexperimentiere. Ich habe die Spring in the Commonwealth Mod installiert. Dadurch wird, du kannst auch hier draufklicken, da siehst du so ein paar Vorschaubilder. Dadurch wird einfach Wiese hinzugefügt. Ich glaube, dieses Ödland, das haben wir jetzt lang genug gesehen. Wir machen mal ein bisschen was anderes. Wir sehen auch hier in eckigen Klammern XB1. Das heißt, die Mod ist speziell für die Xbox One angepasst. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und hier habe ich noch einfach, weil das Spiel ab 18 ist, dachte ich mir, weißt du was, wenn wir schon brutal sind, dann sind wir richtig brutal, dann soll die Suppe fließen ohne Ende. Und Rot und Grün ist auch eine ganz gute Kombination. Wir testen das Ganze einfach mal aus. Meistens ist die Beschreibung ein bisschen, was heißt ein bisschen, ist meistens auf Englisch. Wir können die bewerten und so weiter und so fort. Und wie installiert man eine Mod? Eine hatte ich schon installiert, von der kann ich euch schon mal abraten. Das heißt, ich werde hier auch ein bisschen mal probieren, ein paar Mods mal durchzutesten und einfach mal zu schauen, wie sind die so drauf, was können die, haben die Fehler, wie auch immer. Ich werde keine Mods installieren, die das Spiel massiv verändern, wie zum Beispiel hier Unlimited Crafting Supplies, einfach dass wir unendlich Baumaterialien haben. Das werde ich nicht machen. Basti Eve Body Replacer. Ja, haben wir größere Hupen. Weißt du was, das können wir eigentlich mal installieren. Das Spiel ist wie gesagt ab 18, insofern müssen wir hier... Ja, ist ein bisschen voluminöser. Das können wir machen. Das machen wir einfach mal. Das geht relativ einfach. Wir machen jetzt hier, wir gehen auf Download. Dann wird das Ding runtergeladen. Auch nicht wundern, die Bethesda-Server laufen auf Anschlag. Das heißt, ab und zu kannst du dich nicht anmelden. Ab und zu bricht der Download ab. Also da ein bisschen Geduld mitbringen. So, genau. Und das war es eigentlich schon. Die Mod ist jetzt installiert. Wir können die hier deinstallieren oder auch löschen. Wenn wir rausgehen, dann aus dem kompletten Menü, dann ja, wird das Spiel nochmal neu im Hintergrund gestartet und dadurch werden die Mods dann aktiv. So, wir sehen hier, es gibt auch neue Waffen. Das Ding hier, davon rate ich ab, diesen Full Dialog Interface, der sieht zwar ganz geil aus, ich dachte mir, weißt du was, so eine schöne Übersicht finde ich besser als dieses Runde. Problem bei der Sache ist nur, dass ein Teil der Texte und plötzlich alles auf Englisch da stand und da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also manchmal ist es vielleicht ganz gut, aber ich hatte da keine Lust drauf. Hier gibt es auch hier neue Frisuren zum Beispiel. Das Ding habe ich installiert. Custom Sanctuary Overhaul. Da Sanctuary halt wieder so, als wäre überhaupt nichts passiert. Und hier sehen wir halt auch, everyone's
Dogmeat, was macht der ja Schönes? Dogmeat und Companion at same time, Xbox One. Okay. Nuka-Cola Pip-Boy, geil, den kannst du auch noch modden. Was haben wir hier? Any Mod, Any Weapon. Ich denke mal, da kannst du einfach alle Mods draufpacken. Unofficial Patch, von sowas halte ich immer überhaupt nichts. Eine Walter kann man hinzufügen, das ist schön. Es gibt auch neue Radios, warum auch nicht? Combat Helm, das sieht ja mal geil aus. Auch für die Xbox One bereits angepasst, da sehen wir es auch hinten in eckigen Klammern. Ja, hat was, ne? Kann man vielleicht mal machen. Aber ich werde erst mal weniger installieren, weil weniger ist manchmal mehr. Und dann einfach ein bisschen durchexperimentieren. Wenn du gute Mods kennst, ne, dann einfach in die Kommentare schreiben. Dann probiere ich die gern mit euch gemeinsam mal aus. Atomic Radio, okay. Loving Piper. Also hier wird sehr, sehr viel modifiziert. Am beliebtesten habe ich gerade sortiert. Sehr schön. Gut, und das war eigentlich die ganz kurze Einführung in die Grasslands. Okay. Das ist sowas ähnliches wie Spring in Commonwealth. Müssen wir auch mal schauen, weil vielleicht dieses Spring-Ding, das flimmert vielleicht ein bisschen rum. Wir können es ja mal zu den Favoriten hinzufügen. Und einfach mal glotzen, ob das da irgendwo nochmal auftaucht. Schauen wir mal, meine Bibliothek. Ah, meine Favoriten. Sehr schön. Also kannst du dir auch Mods vormerken. Wir testen einfach ein bisschen was durch. Wie gesagt, wenn du schöne Mods findest, einfach mal in die Kommentare schreiben, dann probiere ich die gern mal aus. Und wir werden heute, jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geschaut, ich glaube, wir machen so wieder 40 Minuten, 45 Minuten. Wir werden heute ganz gemütlich, hier sehen wir es jetzt. Das Spiel wird jetzt neu gestartet. Ganz gemütlich unser LP ein bisschen weitermachen. Mit unserer Bonita bin ich ganz kurz schon ein bisschen rumgelaufen, habe mal ein bisschen rumexperimentiert, gerade was die Mods und sowas angeht, wie die Dinger sich verhalten. Ich habe eine Mission angenommen, dass wir Raider vertreiben soll von dem Schrottplatz. Dafür kriegen wir 100 Kronenkroken. Ich habe da ein bisschen verhandelt. Zuerst wollte mir diese Tussi da, die uns den Auftrag gegeben hat, nur 50 geben. Aber hey, ne, unsere Zeit ist wertvoll. Für 50 Kröten, da ne, stehen wir ja nicht mal auf. Sind wir ja ehrlich. Stehen wir nicht mal auf. Aber für 100 Kröten, da stehen wir auf und machen auch ein bisschen was. So, wir machen mal weiter. M. Commonwealth. Warum das M jetzt da steht, ist mir ein Rätsel. Und wir sehen auch hier, ne, der alte Spielstand ist komplett weg. Also, er überschreibt das immer wieder. Also, wenn du sagst, mein Gott, ich habe jetzt hier einen Bug, weißt du was, ich fange nochmal neu an, vielleicht mit einem anderen Charakter oder so, greift auf Inhalte zurück, die nicht mehr vorhanden sind. Einige Objekte sind unter Umständen nicht mehr verfügbar. Laden, fortsetzen. Ach so, ja. Ja, klar. Ich habe diesen Dialog ja wieder deinstalliert. Muss man echt ein bisschen aufpassen. Es kann auch sein, dass Fallout durch die Mods extrem instabil wird. Es gibt auch einige Mods, die das Spiel zum Absturz bringen. Da muss man echt tierisch aufpassen. Und am besten nicht 20 Mods auf einmal installieren, sondern immer nur einen installieren. Erstmal probieren, funktioniert der Rotz. Und wenn der funktioniert, dann vielleicht den nächsten dann dazu packen. Problem ist nämlich, wenn du 10 installierst und das Spiel stürzt ab. Welcher von den 10 Mods könnte vielleicht der ausschlaggebende Fehler gewesen sein? Also da ein bisschen Schritt für Schritt ist manchmal ganz gut. Schöne Waffe übrigens. Von solchen Waffen sind wir noch utopisch weit weg. Ich habe den Spielton ein bisschen leise gemacht, den werden wir gleich wieder hochschrauben. Weil auch dann später für den normalen Spieleton, ne, habe ich ja meine Zahlen so im Kopf zum Aufnehmen. Und hier sehen wir jetzt, wir sind nach wie vor in unserer Rüstung drin. Hier können wir mal gucken, ob der Dialog jetzt wieder funktioniert. Ness, wir sehen uns an der Absturzstelle. Alles klar. Okay, funktioniert also. Wir machen mal Einstellungen und sagen, nein, nicht Gameplay. Wir sagen Anzeige auch nicht. Wir sagen Audio und schrauben das Ding wieder volle Kanne hoch. Sehr schön. Okay, jetzt schauen wir mal ganz kurz auf dem Radar, wo wir eigentlich hin müssen. Wo ist die Absturzstelle? Wo ist die Absturzstelle? Daten, der erste Schritt. Ah, okay. First Step. Begib dich. Absturzstelle. Sonstiges. Auf Karte anzeigen. Kann ich gar nicht. Warum kann ich das nicht anzeigen? Begib dich zur Absturzstelle. Ja, wo ist die Absturzstelle? Das ist jetzt die große Frage. Weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal hier oben gucken. Was du hier alles hast. Wir sehen hier übrigens die ersten Auswirkungen des Mods. Spring in Commonwealth. Also alles ein bisschen grün, alles ein bisschen farbenfroher.
Und ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, oder? Können wir ja mal lassen. Mein Gott, wir haben ja sowieso, wir haben jetzt schon so lange Zeit mit, sind da drin? Ein Blutpaket, das nehmen wir mit. Wir haben jetzt so lange Zeit mit alles grau und sowas zugebracht. Und damit ist jetzt mal Schluss. Wir machen das einfach ganz gemütlich, bitte. Bisschen schöner einfach mal, ne? Ich hoffe, das ist in eurem Sinn. Die Bluteffekte, braucht man die in Fallout? Also ich glaube mal nicht. Aber mein Gott, was wir haben, das Hammer. Und wir testen einfach mal ein bisschen. Das kann doch gut sein. Warte, wir können ja mal gucken, wie unsere Tussi jetzt aussieht. Sollte ja größere Brüste jetzt haben, ne? Boah. Bonita ist einfach eine wunderschöne Frau. Kannst du sagen, was du willst? So, wieder rein hier. Na komm, geh rein. Gehst du rein. Muss aber bitte gucken, also wenn Grafikfehler oder sowas kommen sollten, dann wissen wir ja, dass die Charaktermod dafür zuständig war. Okay, wieder rein hier ins Geschehen. Warte mal, nochmal ganz kurz gucken, wo wir jetzt hin müssen. Sonstiges. Sonstiges. Ich sprich mit Ness, triff Sanctuary Hills. Ah, hier sehen wir auch, dass sie nichts zu essen haben. Das ist gut. Auch vielen Dank für eure Kommentare. Nämlich, dass wir uns bei der roten Rakete niederlassen sollen. Das werden wir natürlich auch mal probieren. Triff Ness an der Absturzstelle. Vielleicht ist es ja hier unten. Müssen wir mal gucken. Wir haben noch zwei Cores dabei. Wir sollten vielleicht, bevor die Cores alle fertig sind, zusehen, dass wir nach Hause kommen. Weil ansonsten gehen wir wieder Ewigkeiten spazieren. Auch mal ein Gruß an den Mattes. Der hat nämlich, da guckt heimlich still und leise Fallout. Und er hat gemeint, Thompson, sehe ja zu, dass du Schlossknacken ganz schnell ganz weit nach oben bekommst. Und dem Wunsch werde ich natürlich auch nachkommen. Da hat er ja auch recht, weil in so Schlössern, das sieht nicht nach einer Absturzstelle aus. In so Schlössern oder in so Tresoren, ne, die abgesperrt sind, kann ja auch wertvolles Zeug liegen, also. Legendärer Gegner. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Man möge es mir verzeihen. Gut, dass wir ein Bajonett drauf haben. Oh, lad nach! Oh. Okay, nicht stopp. Pip-Boy auf. Oh, Leute. Ja, das hat man davon, wenn man nicht oft spielt, ne? Inventar und ich habe hier irgendwo Blutpakete auf jeden Fall dabei. Man sollte auch die richtigen Tasten bedrücken. Meine Güte, was ist heute los? Aber ich werde heute bitte was mehr aufnehmen. Blutpaket. Wartet mal, wir haben doch noch andere Waffen hier. Pump it up, oder wir haben keine Munition. Ein Schuss, 36 Schuss, okay. Na dann. Vorbei. Der ist weg. Der ist auch weg. Alter. Joa, sieht alles ein bisschen wie blutrünstiger aus. Lass er mal drauf. Wie gesagt, ich meine, ihr habt ja da auch immer noch Mitspracherecht. Das heißt, wenn ihr sagt, du Thompson, die Mod, die ist ja mal total scheiße. Oder die Mod, die passt einfach überhaupt nicht. Was haben wir denn hier? Autos, dem Lederrüstung, linker Arm, ne, perfekt. Verwendet automatisch alle 60 Sekunden ein Stimpack, wenn du getroffen wirst, wird deine Gesundheit 25. Verwendet automatisch alle 60 Sekunden ein Stimpack. Was ist denn das für eine scheiß Mod? Da sind wir ja, das ist ja instant drogenabhängig. Ja, wir nehmen es mal mit. Aber schön ist es nicht. Schön ist es nicht. So, jetzt haben wir das Ding hier. Aber wo ist das Flugzeug zum Henker nochmal? War halt auch das Blöde, wo ich die Dialoge getestet habe. Ja, habe ich nicht wirklich zugehört. Das ist natürlich Fortschritt hoch 10. Aber warum kann ich mir das eigentlich nicht auf der Karte anzeigen lassen?
Sonstiges. Triffness an der Absturzstelle. Warum kann ich mir das nicht anschauen? Ah, ich muss das auswählen. Och, Menno. Okay, alles klar. Ja, das ist natürlich richtig geil, weil das ist am Arsch der Welt. Da kann ich ja mal zeigen, wo das ist. Vielleicht laufen wir wirklich erstmal nach Hause, bauen vielleicht auch mal ein bisschen was. Müssen wir mal schauen, unsere Hütte ein bisschen ausbauen. Karte, schaut euch mal an, wir sind jetzt hier. Wir können uns ja nicht porten und wir müssen hier hoch. Hier hoch müssen wir. Hier ist unsere Heimat, die Red Rocket. Wir könnten natürlich rotzfrech, wie wir sind, Richtung Diamond City laufen. Weil hier ist Diamond City. Ich glaube, das machen wir auch. Dann laufen wir von Diamond City nach oben, weil in Diamond City gibt es Läden. Das heißt, wir können unsere Zeuge ein bisschen kaputt machen. Wir können handeln. Wir können es leichter machen. Und dann laufen wir von Süden wieder in den Norden und dann machen wir ein paar Missionen. Ich glaube, das ist unterm Strich ganz gut. Okay, Pistole lass mal. Ganz kurz noch mal schauen. Ist das die richtige Straße? Ja. Ist es wirklich die richtige Straße? Ich traue mir hier selber nicht. Dann müssten wir jetzt hier nach links. Ah, das ist diese Straße hier. Diese, welche nicht mehr existieren tut. Tut, ne? Hm. Mal schauen, was passiert, wenn unser Fusionskern auf 0 runtergeht. Eigentlich sollte man ja... Pass mal auf, das machen wir auch mal. Wir gehen mal raus. Fusionskerne, auch mal so ein Tipp am Rande, wenn du ein bisschen Geld verdienen willst. Mach die nie komplett leer. Der hat jetzt 8 von irgendwas. Demzufolge nehmen wir den jetzt raus. Und wir legen einen neuen rein. 100 von 100. Weil der hat genauso seinen Wert noch. Der hat genau noch 200 Wert. Und wir machen das bei denen. Nein, also doch. So, und rein mit dir. Die Powerrüstung dient mir aktuell nur dazu... Genau, 50% haben wir wieder. Dient aktuell nur dazu, dass wir halt schneller vorankommen, weil ansonsten würden wir hier durch die Welt schleichen. Das wäre nicht mehr schön. Die Taschen sind voll. Kurzer Freeze, warum auch nicht. Sieht ganz angenehm aus, oder? So das Commonwealth mit ein bisschen Grün dazu. Ist es nicht zu übertrieben? Also ist nicht total quietschebunt geworden? Ab und zu mal aufs Radar gucken. Das habt ihr mir auch gesagt, Thompson. Ach du Scheiße, nicht schon wieder so einer. Nein, lass mich da in Frieden. Ich will nicht schon wieder sterben. Ich habe zu wenig Munition für den Kampf. Viel zu wenig Munition. Bist du resettet? Nein. Oh. Warte mal, aber mit dir kann man uns anlegen. Oder auch nicht. Ja. Wir laufen mal für 1,50 Meter. Lake Chico Lagalat. Super Ding. Vorbei. Oh, der hat Totenkopf. Nee, 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 nee. Wir sind vollkommen im falschen Levelgebiet. Und ihr seht auch, die werden nicht resettet. Thompson, Opfer. Gut, dass wir auch nicht gespeichert haben. Ja, aller Anfang ist schwer. Man sieht, man merkt immer sofort, wenn ich neue Folgen aufnehme. Weil wenn es Pro-Skill-mäßig ist, dann nehme ich am Stück auf. Wenn ich Noob-mäßig unterwegs bin, wie gerade eben, dann heißt das, der Thompson hat sich gerade eben hingesetzt. Bei mir ist heute übrigens Samstag der, lasst mich überlegen, der 4.? Der 4.6. Genau, nur damit ihr ungefähr so ein zeitliches Ding habt. Das Wetter ist lala. Es regnet, es scheint die Sonne, es regnet, es scheint die Sonne. Es macht irgendwie alles, außer, ja. Es ist einfach Mist. Gut, das heißt, wir laufen, wir laden erstmal die Knifte nach. Das Repetiergewehr ist sowieso der letzte Ranz. Vielleicht haben wir auch ein paar Kröten, dass wir in Diamond City uns vielleicht neue Waffen mal organisieren können. Einfach mal normales Sturmgewehr, wisst ihr, dass wir hier ein bisschen was wegknallen können. Bisschen aufs Radar gucken. Komm, springe. Und dann einfach an der Straße entlang laufen. Dann sollten wir eigentlich genau nach Diamond City kommen. Ist heute mal eine ruhige Ausgabe. Ich dachte mir, ich fange heute einfach mal ganz piano an. Mit ein bisschen hier... Sieht auch schön aus mit den Pilzen. Mit ein bisschen Mod-Vorstellung. Mit diesem Stealth-Boy, dass wir das Problem auch gelöst haben. Auch wenn wir hier sehen, in der Power-Rüstung ist es immer noch extrem durchsichtig. Also so ganz 100 Pro ist das Ding immer noch nicht intakt. Aber...
Naja, besser als wie vorher, wo wir unsere Waffen auch nicht mehr gesehen haben. Weil das war ja echt ein Krampf. Aber machen wir dann bitte Sprinty-Action. Ja, wenn hier irgendwelche Fehler auftauchen, dann schalte ich diese eine Mod wieder ab. Wir müssen einfach mal uns bitte durchfuchsen. Mods sind halt immer sehr, sehr gefährlich, weil die greifen halt ins Spiel direkt ein. Die modifizieren das Spiel, wie der Name auch schon sagt. Und da je nachdem, wie gut der Entwickler, hier schaut euch mal die Blumen an, geil, oder? Wie gut der Entwickler getestet hat und wie gut er das Ganze angepasst hat auf die jeweilige, entweder Konsole oder auf dem PC, hast du entweder was Schönes oder du hast dafür Sorge getragen, dass das Spiel komplett kaputt geht. Also ich würde zum Beispiel keine Mods installieren, die schlecht bewertet wurden. Da kann ich auch nur jeden raten, wenn du eine Mod hast, die dir nicht gefällt, bewerte das Ding schlecht. Ist ja kein Weltuntergang, ist ja auch ein bisschen Kritik und damit schützt du halt auch die Community. Also, wenn das nämlich jeder macht, wenn jeder ordentlich bewertet und nicht einfach so als Hate-Bewertung oder so sagt, oh, ich hätte ja gerne auch so eine Mod programmiert, aber ich bin so blöd dazu. Ich kann es auch nicht, liebe Leute. Ne? Also, und ich bin Entwickler, aber ich habe mich da... Das jetzt? Aber ich habe mich mit der Sache auch noch nicht auseinandergesetzt. Außerdem brauche ich einen PC dafür. Ha, jetzt habe ich einen Grund, warum ich es nicht mache. Schauen wir, ob wir vielleicht hier oben irgendwie ein Stück weiterkommen, aber ich glaube es fast nicht. Ja, leckt alles ein bisschen, ne? Hier kommt man vielleicht auch nicht mal rüber. Wir speichern mal und testen es mal. Okay. Gut, dass nichts passiert. Radar ist grün, also da sehen wir überhaupt nichts. Mal gucken, ein bisschen hier. Ist das ein LKW? Schon, oder? Mal links und rechts ab und zu auch mal schauen. Wir sollten eigentlich schon relativ weit. Oh, Thompson, du bist so ein Spasti, ey. Ich laufe die falsche Straße entlang. Na. Ah. Okay. So viel zum Thema, ne? Hier ist ein LKW, aber. Auch das Wasser sieht ein bisschen schöner aus. Trotzdem nicht trinken. Macht böse Aua im Hals. So, haben wir hier eine kleine Brücke. Okay. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wo sind wir aktuell? Mein Gott, zur Not laufen wir halt so die halbe Runde noch fertig und laufen dann Richtung Diamond City. Diamond City ist heute erstmal das Ziel. Würde ich euch einfach mal so vorschlagen. Militärfrequenz gefunden. Feuerunterstützung. Haarklammer, Postbotenuniform. Noch mehr rum. Sehr schön. Muss mal genau ein bisschen angucken hier. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Schmortopf, Kochpfanne, komm. Wir können sowieso nichts mehr großartig mit uns rumschleppen. Feuerunterstützung, wartet mal. Radio? Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Geläte Halen vom Aufklärungsschub Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arzt Perron, 9-5. Cambridge, okay. Wissen wir ja, ne? Das ist der Start der Minutemen. Nicht der Minutemen. Der Bruderschaftssache. Klappe. Wo geht's jetzt hier hin? Kommen wir hier nach Diamond City? Ja, genau. Laufen wir jetzt hier wieder rüber und laufen so Richtung Diamond City. Ein bisschen aufs Core schauen, dass da. Eine schöne Digitalanzeige wäre nicht schlecht. Vielleicht gibt's eine Mod dafür. Weißt du, es geht schon los. Es geht schon los, dass du nur noch in Mods denkst. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass zum Beispiel das beste Beispiel, dass eine Mod erfolgreich sein kann, ist Counter-Strike. Weil Counter-Strike war damals eine Mod für Half-Life. Wer das vielleicht nicht weiß von euch. Und da haben sie einfach mal einen Shooter. Nicht gut. Gar nicht gut. Oh, guck, der hat immer noch Wert von 200. Machen wir doch mal den 49er rein. Renn damit und ganz schnell, weil da kommt ein Bauzi an. Und ich weiß nicht, ob er... Nein. Nein, er ist nicht nett. Er ist nicht nett. Nö, der greift uns einfach schon mal an, obwohl wir uns nicht mal bewegen können.
Und tschüss. Vorbei, vorbei. Ah, drin. Süßer Wauzi. Oh, wir brauchen dringend bessere Waffen, ey. Das kann nicht sein, dass ich meine Gegner erschlagen muss. Das kann einfach nicht sein. Also, das will ich auch nicht. Armer kleiner Wauzi. 10 Schuss nur noch. Haben wir hier irgendwas zu essen noch dabei? Wir haben keine Stimpacks mehr, wir haben nur noch Redivals dabei. Also wir pfeifen im Prinzip auf dem letzten Loch. Okay. Wir leveln durch Entdecken, ist natürlich auch nicht schlecht. Hier ist ein Siedler. Ein Siedler ist immer gut. Grüß dich. Wo kann ich denn hier hin? Hallo? Du musst mir helfen. Meine Schwester wurde. Oh, es geht der Scheiß los. Ah, wieder alles in Deutsch. Gut, also rate ich von dieser Dialog-Mod definitiv ab, weil hier war der Hälfte nämlich vorhin auf Englisch. Wer? Wer hat sie entführt? Sie meinten, sie würden in ein paar Tagen wiederkommen, um das Lösegeld abzuholen. Wenn ich nicht bezahle, werden sie sie töten. Aber ich habe so viel Geld nicht. 350 Kronkorken. Weißt du wo? Weißt du, wo sie hingebracht haben? Ich bin mir recht sicher. Ich markiere es auf deiner Karte. Das ist lieb von dir. Danke. Na dann. Keine Sorge, ich hole sie zurück. Danke, danke. Bitte. Ich hätte nicht gewusst, was ich sonst hätte tun sollen. Ja, Ladies, die halten zusammen. Wohlbehalten zurück. Okay. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Aber ich muss erstmal nach Diamond City, weil ich habe null Munition. Und ich kann ja mal glotzen hier, ob da vielleicht was Schönes hier so rumliegt. Aber wie wir sehen, sehen wir nichts. Okay, gut. Dann nochmal einen Blick auf die Karte, Oberlandstation, und da ist Diamond City, da laufen wir auf jeden Fall jetzt hin und rüsten uns richtig aus. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? Steht das hier irgendwo? Inventar? Steht hier wie viel Kronkorken? 350 Kronkorken haben wir. Wir werden aber halt auch ein bisschen was verkaufen, also gehe ich mal grob von aus, dass wir doch den ein oder anderen Euro machen werden. Den einen oder anderen Kronkorken. Kronkorken? Den nenne ich jetzt Kronkorken, das ist meine eigene Währung jetzt hier. Kreativität for the win. Mal eine etwas entspanntere Folge. Ist hier was drin? Ist auch ein bisschen finster. Ne? Sieht gut aus. Müssen wir echt ein bisschen aufpassen, weil nicht, dass wir hier in so einen Hinterhalt geraten. Immer unten diesen kleinen Radar im Auge behalten. Nicht, dass da plötzlich so eine Meute Zombies auf uns zukommt. Sowas finde ich ja geil. Sowas fasziniert mich ja schon. Vorsicht. Okay, wir haben ein Problem. Wir haben definitiv ein Problem. Scheiße. Ach Mann. Ich will nicht wieder drauf gehen. Okay. Da müssen wir wohl oder übel mal wieder. Ein bisschen, was ist Jet? Zeitlupe für 10 Sekunden, das ist gut. Also Jet reingeballert. Medex schadensresistent, auch noch drin. Eine Nuka auch noch drin. Psycho auch noch drin. Wir haben keine Muni. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Gott, schnell hier raus, ey. Kronkorken, Erkennungsmarken. Gut, wir sind hundertprozentig voll. Nee, ich gehe hier nicht runter. Ich gehe hier nicht runter, das könnt ihr vergessen. Nein, 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 nein. Okay, weiterlaufen. Einfach weg hier, die Pille ist noch drin, das heißt, wir können... Was piept denn da immer so? Wisst ihr das, was das für ein Geräusch ist? Dieses... Was sagt mir das? Oder was soll mir das sagen? So, was sagt die Karte? Wir sind perfekt. Wir sind perfekt. Gegner. Ein Augenbot. Warte mal, der wird nicht als Gegner angezeigt. Grüß dich. Heißhunger auf Nachtisch? Da hilft nur Fancy Lenzkuchen.
Manny, let's kochen. Und dieses verstrahlte Zeug kannst du selber fressen, ey. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ich habe das Gefühl, das ruckt ein bisschen. Kann das sein? Wir können ja gemeinsam so ein bisschen die ganzen Mods bewerten, ne? Ihr könnt natürlich auch sagen, du, Thompson, die Mod ist blalalala oder die Mod ist tralalalala und dann finden wir vielleicht einen gemeinsamen Nenner. Das davon sieht aus wie Diamond City und das ist der Anfang von Diamond City. Nein, nicht hier. So, wir sind hier mal nicht hier runter. Auch diese Power-Rüstung, ich überlege schon, ob ich die sogar verkaufe. Weil die sollte einiges an Geld bringen. Und da hole ich uns doch lieber was Gescheites. Weil. West Tunnel. Weil, wir haben ja nicht mal Licht an diesen scheiß Dingen hier. Oh, hier gibt's was. Jet ist gut. 10mm Patron, sehr gut. Eine Matarazze, umso besser. Impro-Revolver-Gewehr. Okay. Das erste Mal, dass ich hier schon Kronkorken in der Achterkugel, sehr schön, dass ich jetzt schon nach Müll Ausschau halte. Oh, du hast einiges dabei. Unterhemd und Jeans. Wir werden unsere Lady auf jeden Fall ordentlich ausrüsten, ne? Das wisst ihr. Die soll im Prinzip so gut aussehen, dass, hier rennt irgendwas rum, dass die Gegner im Prinzip schon sie ansehen und wissen, wir wollen ja gar nicht wehtun. Das ist so mein Ziel. Genau. Hier rennt irgendwas rum. Na jetzt, hör auf, so eine Scheiße mitzunehmen. Thompson. Zombies. Ah. Reiß dir deine verdammte Kehle raus. Ja? Hier. Was machst du damit? Bei. Wir haben halt echt ein Problem. Wir sind solche Opfer im Prinzip. 10 mm. Ja, super. Kann ich mich in der Mülltonne verstecken? Auch nicht. Ich traue mich nicht wirklich. Wir machen mal ganz schnell speichern. Okay, der ist weg. 3 Schuss, 3 Treffer. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Warum kann die Leiche mit mir noch reden? Ah! Scheiße. Und tschüss. Uiuiui. Okay. Uiuiui. Die Mods hat in sich. Die Mod hat es in sich. Bisschen Patronen. Schwere Impro, leichte Kleidung, nehmen wir alles mit. Das Auto hat es sowieso schon hinter sich. Stimpack, sehr gut. Okay. Jetzt ist endgültig Pullen offen. Jetzt haben wir so viel Gewicht bei uns, dass wir nicht mal mehr mit der Powerrüstung laufen können. Repetiergewehr, Knallpeng, was haben wir noch? Impro-Pistole, nehmen wir halt die. Hardware-Town. Das ist aber, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir wollen, ne? Ah, weil der Chor leer ist, kann das sein? Wenn jemand Hilfe ruft, dann heißt das auf gut Deutsch, das ist ein Hinterhalt. Transfer. Der hat immer noch 200 Wert. Sehr komisch. Dann das rein. Ist schon ziemlich viel Verschleiß, ne? Sie braucht Hilfe. Ja, ja. Jemand muss ihr helfen. Sie ist verletzt. Ja, wir können nicht schneller laufen. Es geht nicht. Nur mal ganz kurz schauen, ob wir jetzt wirklich Richtung das Hardware Town. Wir sind. Ja, ja, ich vertraue dem ganzen Braten aber nicht hier. Nee, nee. Hilfe! Schnell, sie ist hier drin. Hilf ihr!
Kann man dir trauen? Warum bin ich immer so scheiße nett, ey? Einfache Antwort, weil ich's bin. Jetzt kommt die Sonne raus, gerade eben hat's noch geregnet. Das ist ein April-Mai-Juni-Wetter hier, furchtbar. Sie ist hier hinten, schnell! Frostschutz. Hey, du solltest sie doch durch den Keller reinbringen. Mund halten, sie kommen jetzt hier entlang. Achtung! Aha, Hinterhalt. Definitiv Hinterhalt. Perfekt. Wunderbar. Also, wir haben ja tonnenweise Munition dabei. Hier springt was aber... Was dauert da so lange? Ich weiß nicht. Vielleicht solltest du mal nachsehen. Ole, ole, wir werden sterben. Warum stirbst du nicht endlich? Da ist auch noch, ihr habt gesehen, was da dabei ist, ne? Wir können es ja mal probieren. Aber ich gehe grob von aus, Schadensresistenz, Jet braucht man nicht. Ich bräuchte Muni und das nicht zu knapp. Wir machen Bourbon, ist richtig gut. Cram, was macht das? Übel radioaktiv verstrahlt, oh mein Gott, irgendwas müssen wir ja essen, ne? Zuerst muss der weg. Ja, die braten uns hier. Keine Munition mehr. Das ist das Dümmste, was ich hätte machen können. Okay, keine benötigte Munition. Die Knallpeng hat noch ein bisschen Muni. Ja, wenn ich natürlich überhaupt nichts treffe, der Arm ist auch schon kaputt, die Beine sind kaputt, wir haben jetzt die bloß noch Brust und... Das war's. Das war so klar. Das war so... Ich will jetzt nicht sagen, dass Höflichkeit bestraft wird. Wird es auf gar keinen Fall. In dem Spiel aber schon. Weißt du, so ein armes kleines Mädel einfach zu sagen... Hier hinten, schnell. Nein. Wir gehen jetzt wieder raus. The Fans. Aha, okay. Also wie es aussieht, ist doch noch nicht alles wieder in Deutsch umgesetzt. Oh Gott. Gesichtstätowierung. Ich meine, ich habe nichts gegen Tätowierung, aber im Gesicht würde ich das nie machen. Nie. Wegen mir den ganzen Körper voll irgendwie, was ich, Rücken, Brust, sowieso. Auch bei einer Frau kann das gut aussehen, wenn es gut gemacht ist, ne? So Tribals oder Sterne, boah, da kannst du mich mit jagen. Also das ist so nicht aussagekräftig. Ein Tattoo sollte zur Person passen und der Person, weil mir kann keiner sagen, dass jeder irgendwie auf Sterne steht und sich deswegen in den Stern irgendwo hinballert. Also, Okay, so, du trägst so viel, du kannst nicht rennen. Wir laufen weiter Richtung Diamond City. Das ist aber in diese Richtung, also laufen wir hier lang. Und den Laden. Wir kommen wieder. Wir sind halt vom Levelbereich ja auch extrem zu klein. Eis, Baby. Fusionszelle? Nicht aufgeblasener Kickball. Ja, perfekt. Wir müssen dann mal schauen, dass wir vielleicht ein bisschen was bauen können. Dass wir vielleicht auf Level 7 kommen. Den Schrott werde ich nicht verkaufen. Den brauchen wir aus Baumaterial. Laufen wir Richtung? Richtig? Ja, genau diese Straße entlang. Da vorne ist dann der Eingang. Da werden wir erstmal dann Piper wieder kennenlernen. Und vor allem die ganzen Händler, das ist wichtig. Das heißt, wir werden in der nächsten Ausgabe Diamond City ein bisschen erkunden. Wir wissen ja, wir waren ja hier schon einmal, ne? Ein oder zweimal waren wir im Haupt-LP. Die Folgen, da wurde ich übrigens auch gefragt, die werden natürlich nicht gelöscht werden. Die bleiben drin.
auch, dass man halt so sehen kann, dass es einfach dann zum Schluss einen Bug gab, der uns das Spiel kaputt gemacht hat. Keramik ist gut, nehmen wir mit. Naja, Vasen brauchen wir jetzt nicht wirklich. Hier ist ein kleiner Schrank, guck mal da mal rein. Was nicht geht. Ich muss mal gucken, ob ich die letzten Teile hier, ob ich das Ding auseinandernehmen kann. Dass ich halt einfach den, die Power-Rüstung auch noch verkaufe. Weg damit. Diamond City, jawoll. Welcome. Servus. Zumindest ist es ehrliche Arbeit. Ja. Wir wollen was von meinem Angebot haben. Was für ein Angebot? Bleib mal hier. Bleib mal hier. Bleib hier. Grüß dich. Hallo. Hallo. Warum redet ihr nicht mehr mit mir? Wenn du Verstand hast. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier. Du kannst mich nicht einfach aussperren. Ich kann hier den ganzen Tag warten, Danny. Mach auf. Die Waffe mal wegstecken. Was los? Hi, Piper. Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Ja. Ja, ich will rein. Ich bin zwar gerade erst hier angekommen, aber... Ja. Psst. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Lappen gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Los geht's. Gut. Dann mal los. Ein weiterer wunderbarer Tag in Diamond City. Waka waka! Der Latina Express kommt hier. Aus wie eine alte Bowlingbahn. Wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich! War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse ausschalten. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Das gibt's nicht hier. Zeitungen unterstützen. Presse und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Miss. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Streit zwischen euch? Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt... Also bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? Ich suche jemanden. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Du suchst jemanden? Wen denn? Einen Jungen. Einen kleinen Jungen. Er wurde entführt. Hast du gerade entführt gesagt? Und McDonough? Wird die Diamond City Sicherheit der Sache nachgehen? Und was ist mit den ganzen anderen vermissten Meldungen, die du bisher ignoriert hast? Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Wer kann helfen? Ich probier's einfach mal. Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Nun, Jawohl, ja. Es gibt da einen Mann, Nick Valentine. Eine Art Detektiv, der sich darauf spezialisiert hat, Leute aufzuspüren. Charisma ist gut. Wegen irgendwelcher Schulden und so weiter.
Oh, so, jetzt muss ich aber los. Es tut mir leid, dass die Diamond City Sicherheit keine Zeit hat, dir zu helfen, aber ich bin sicher, dass Mr. Valentine vernünftige Preise hat. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen nachgehen? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwarnt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Ich bin beeindruckt. Es ist nicht so einfach, McDonough Informationen zu entlocken. Warum kommst du nicht mal in meinem Büro vorbei, wenn du bei Valentine warst? Ich glaube, ich habe gerade meine nächste Story gefunden. Ja, und hier sind wir. Die Story des Jahrhunderts. So, wir gehen natürlich rein und nicht raus. Wollen wir nochmal schauen, ob es hier vielleicht irgendwas gibt. Hast du irgendwas? Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Kann man so sagen, ja. Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Habe ich recht? Wir sind ehrlich, ne? Wir sind ehrlich. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht anlügen, aber es ging alles so schnell. Du bist nicht die Erste, der Piper einen Haufen Ärger eingebracht hat, auf den sie ganz und gar nicht vorbereitet war. Danke, dass du ehrlich zu mir warst. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich euch beide einfach reingelassen. Aber der Bürgermeister hat hier das Sagen. Und du hast ja gesehen, wie sauer er ist. Ah, okay. Naja, wie dem auch sei. Willkommen in Diamond City und so weiter. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Okay. Happy arbeiten dir. Happy rumstehen. Stehen hier rum. Hey. Ja, nee, du bist mir zu dunkel. Ich bin eine arme kleine Frau, ich muss einfach, wir gehen jetzt nach Diamond City, liebe Leutchen. Vielleicht reicht es sogar für Level Up, müssen wir mal gucken. Und ich sprinte. Ach, Gott sei Dank. Guckt euch an, warum kriege ich die 5 Punkte nicht? Meine Güte, ey. Oh, jetzt muss ich mal meine grauen Zellen zusammennehmen. Wir sollten uns auf jeden Fall, Ziel ist es, dass wir uns ein schönes Gewehr irgendwie kaufen. Irgendwas, was Bums macht, was Aua macht und was nicht flimmert. Das wäre schon mal das Erste. Ein bisschen Crap werden wir verkaufen. Wir werden vielleicht unsere Rüstung, die wir haben, verbessern. Müssen wir mal gucken. Jawohl, Level Up. Sehr gut. Und damit Mattes auch sieht, dass in der Ausgabe was passiert, was er sich gewünscht hat, werden wir hier Schlossknacken skillen. Müssen wir mal gucken hier. Mehr Schadensresi, Bleimagen, Lebensspender, Medikamentenresistenz, sehr optimal. Waffenfreak wäre vielleicht auch nicht schlecht. Schlossknacken, Schlossknacken. Wo ist Schlossknacken? Das ist die Frage. Langfinger. Gewehrschütze. Aufmerksamkeit. Schlossknacken. Okay. Das heißt, das werden wir jetzt einfach mal skillen. Mattes, ich hoffe, das ist in deinem Sinne, ne? Also, Schlossknacken. Ab dafür. Weiter. Freeze. Weiter. Okay. Ich überlege gerade, machen wir das noch jetzt gemeinsam? Da ist die Folge zwar vielleicht ein bisschen länger, oder machen wir das nächste Mal? Wisst ihr was, wir machen an der Stelle jetzt einfach mal einen kleinen Cut. Wir machen das nächste Mal. Wir werden aber mal ein was machen. Wir werden jetzt diese Power-Rüstung komplett auseinandernehmen. Transfer, den Fusionskern, den Arm und den Torso. Genau, und mehr hat das Ding ja nicht mehr drin. Genau. Und schon ist das Ding im Prinzip nur noch ein Rumpf. Hat uns gute Dienste geleistet, ja. Hier geht's zum Bürgermeister, okay. Piper? Okay, wir machen jetzt, wie gesagt, hier an der Stelle einen kleinen Cut. Ich hoffe, wie immer, diese Folge hat ja ein bisschen Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, Däumchen da oben nicht vergessen. Weiterempfehlen, nicht vergessen. Und beim nächsten Mal, ganz wichtig, auch wieder einschalten. Wenn es wieder heißt, Fallout 4, wir gehen shoppen in Diamond City. Bis dann, ciao, ciao. Dein Tom.